For English subtitles, activate the subtitle button, please. Hallo miteinander zur Folge 49 von Reptil TV. Wir sind immer noch bei den Balls, bei den Königspythons. Wir hatten euch in der letzten Folge gesagt, wir wollen einen Kreis machen vom Ei zu den Eiern. Ich habe jetzt hier einen hübschen adulten Albino. Und heute ist das Thema, wie wir von so einem großen Tier auch wirklich am Schluss Eier erwarten können. Das wollen wir euch heute zeigen. Wir sind jetzt hier in der Königspythonzucht von uns. Ihr seht im Hintergrund die ganzen Terrarien, unsere Anlage. Wir verwenden hier diese Kunststoffterrarien. Eine andere Alternative sind die Racks, die immer beliebter werden. Für uns hat sich das bewährt mit den Tanks. Ein ganz wichtiger Punkt, ein Königspython ist am allerliebsten allein. Der will seine Ruhe, der will allein sein. Dann frisst er am besten, dann wächst er am besten, gedeiht am besten, wird am wenigsten krank. Natürlich, wenn jemand ein schönes Terrarium im Wohnzimmer stehen hat, schön eingerichtet, schön gemacht, dann kann er auch zwei, drei Tiere da drin halten. Ist sicherlich auch okay. Aber ich glaube, wenn ein Königspython wählen könnte, würde er die Einzelhaltung vorziehen oder dann auch in der Natur ist einfach ein Einzelgänger. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr züchten wollt, das Füttern ist das A und O. Ihr müsst die Tiere wirklich jede Woche füttern. Ihr dürft da keine Pausen machen, nicht schlampern, nicht schludern, nicht denken, naja, lasse ich mal eine Woche ausfallen. Ihr müsst die Tiere jede Woche gut füttern, vor allem die Weibchen. Habt ihr ein reines Hobbytier, mit dem ihr nicht züchtet, das ihr das ganze Jahr über konstant füttert sozusagen, dann reicht es alle zwei, drei Wochen. Dann braucht das nicht wirklich jede Woche füttern. Ja? Aber zur Zucht definitiv jede Woche füttern. Die machen ja dann Fresspausen während der Paarung, während der Eiablage. Und dann ist natürlich ganz wichtig in der Phase, wo sie fressen können, dass sie da möglichst viel fressen. Bei der Zucht ist es so, dass der Winter bzw. die kühlere Phase die Tiere zum Züchten stimuliert bzw. die Männchen vor allem auch stimuliert, dass es Paaren anfangen, aber auch die Weibchen kommen in diesen Paarungszyklus rein. Für mich als Indikator ist es immer ganz gut, man sieht es bei der Fütterung, also vorm Winter fressen die Tiere wahnsinnig viel und wenn es draußen kühler wird, obwohl wir den Raum hier konstant heizen, wird es hier drin einfach auch ein bisschen kälter. Ich weiß nicht, sind es die Nächte oder wenn man zieht zur Tür kalt rein, wenn man die Tür aufmacht oder ich kann es gar nicht mal erklären. Aber die Tiere trotzdem klimatisierten Raum merken die, wenn der Winter kommt. Dann machen die meist zwei, drei, vier Wochen Fresspause. Also wenn wir jetzt hier die Futterzyklen mal zum Beispiel anschauen. Das R steht für Ratte, Strich dahinter, zwei Ratten, Haken dahinter zum Beispiel. Und hier sehen wir zweimal NF, ne? Also NF für nicht fressend. Da hat das Tier aus irgendeinem Grund das Fressen kurz eingestellt. Jetzt bei anderen haben wir hier zum Beispiel auch diese NF-Phasen und dann fressen sie danach wieder weiter. Diese zwei, drei, vier Wochen Fresspause, das sind für mich eben so ein Indikator, wo mir sagt, das Weibchen kommt in diesen Paarungszyklus rein. Das ist dann auch der Zeitpunkt, wo ich nachts die Temperatur noch ein bisschen absenke, um die Tiere noch mehr zu stimulieren. Und während dieser Kühlphase, die ich dann so sechs bis acht Wochen lang mache, während dieser Kühlphase fange ich an, die Männchen zum Weibchen reinzusetzen. Wir haben jetzt hier, wie ihr seht, tagsüber 30 Grad. Wie gerade gesagt, wir sind jetzt am Anfang der Paarungssaison. Nachts gehen wir runter. Normalerweise haben wir hier drin so 25, 26 Grad in der Nacht, teils 27. Wir fahren jetzt einfach runter so auf ca. 23, 24 Grad. Also nachts diese 2, 3, 4 Grad maximal Nachtabsenkung, die reichen schon aus, um die Tiere noch mehr in diesen Paarungszyklus und in die Paarungswilligkeit zu bringen. Völlig falsch ist es, hier einen richtigen Winterschlaf oder eine richtige Winterruhe zu machen, wo man nachts runterfährt oder wo man Tag und Nacht runterfährt auf 20 Grad oder sowas. Das ist Quatsch. Wir tun wirklich nur in der Nacht diese 2-3 Grad absenken. Kühler oder kälter wird es in Westafrika gar nie. Das stimuliert dann die Tiere zur Zucht. Wobei man auch beachten muss, eben das ist eher der Stimulator. Während dieser Kühlphase paaren die gar nicht so stark, wie man eigentlich oder wie viele denken. Ich erlebe es oft, dass ich eine E-Mail bekomme, ah, meine Tiere paaren nicht richtig. Eigentlich fangen sie das richtig gute Paar nach dieser Kühlphase an. Wenn es dann nachts schon wieder wärmer wird, dann sind die Männchen am aktivsten und dann paaren sie am liebsten mit den Weibchen.
Eine der spannendsten Zeiten im Jahr ist natürlich die Paarungszeit, wenn ich mein Männchen zum Weibchen reinsetze. Ich habe jetzt hier einen hübschen Supermojave-Mann hier beschriftet. Den setze ich zu dem Foxweibchen ins Terrarium rein. Ich nehme während den Paarungsnächten nämlich die Versteckbox raus. Ich habe gemerkt, sie paaren einfach besser, wenn kein Versteck drin ist, das die Tiere irgendwie ablenkt. Ich verwende jedes Männchen für 4 oder 5 verschiedene Weibchen, in der Regel 5. Dazu habe ich so einen 5-Punkte-Plan. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel den grünen Punkt. Es gibt Rot, Grün, Schwarz, Blau, Gelb. Das sind die 5 Punkte, auch in dieser Reihenfolge. Ich fange an mit Rot. Rot ist in der ersten Woche Montag bis Mittwoch, also 2 Nächte. Das heißt, wenn hier an einem Terrarium ein roter Punkt ist und ich habe die rote Woche oder die rote Phase, kommen in jedes Terrarium, wo ein roter Punkt dran ist, ein Männchen rein. Ich lasse das Männchen 1 bis 2 Nächte drin, paart es direkt in der ersten Nacht, kann ich es rausnehmen, paart es nicht, lasse ich es eine zweite Nacht drin. Spätestens nach der zweiten Nacht nehme ich das Männchen raus, macht keinen Sinn, einen Mann da wochenlang oder sowas drin zu lassen. Ich nehme den raus und dann geht es am Mittwoch in dem Fall weiter mit der grünen Woche, wie jetzt in dem Fall. Ne? Dann habe ich grün, da setze ich ein Männchen rein, aber in dem Fall nur eine Nacht, Mittwoch auf Donnerstag, in der Hoffnung, die eine Nacht reicht aus. Am Donnerstag nehme ich das Männchen wieder raus und habe dann Donnerstag bis Sonntag habe ich Zeit, das Weibchen zu füttern, die Männchen zu füttern. Die Tiere können sich etwas erholen und es geht dann in der nächsten Woche weiter. Nächste Woche kommt dann der schwarze Punkt und der blaue Punkt dran. Da geht es wieder genauso los. Montag bis Mittwoch der schwarze Punkt, also 2 Nächte. Mittwoch auf Donnerstag der blaue Punkt, also nur eine Nacht. Und dann letztendlich in der dritten Woche kommt der letzte, das ist der gelbe Punkt. Wieder 2 Nächte und dann geht das Ganze von vorne los wieder mit dem roten Punkt. So habe ich einen 5er-Zyklus, der sich immer auch abwechselt, mal 2 Nächte, mal eine Nacht. So möchte ich, dass jedes Weibchen 3, 4, 5 Mal paart in der Paarungszeit. Also am besten 1, 2 gute Paarungen ganz zu Beginn der Paarungszeit. Und dann möchte ich vor dem Eisprung, vor der Ovulation auch nochmal 1, 2 deutliche Paarungen sehen. Die Paarungen selber sieht man meistens ganz gut. Also die Tiere, oder nach meiner Erfahrung, paaren sie am liebsten in den Morgenstunden oder spät in der Nacht. Also sagen wir 3 Uhr, 4 Uhr geht es, glaube ich, so los. Wenn man morgens guckt, um 7 Uhr, 8 Uhr sind die oft miteinander verhakt, sind am Paaren. Oder manche fangen sogar erst um die Uhrzeit an, 7 Uhr, 8 Uhr, wenn so langsam das Licht angeht, fangen manche noch das Paaren an. Da gucke ich morgens, haben die gepaart? Wenn ja, notiere ich mir die Paarung am Terrarium. Wenn es mit dem Männchen nicht klappt mit dem Paaren, es kommt auch schon vor, dass ein Männchen mit einem bestimmten Weibchen nicht paaren will, gibt es verschiedene Tricks. Wie vorher schon erwähnt, lass den Mann nicht Wochen oder Tage lang drin. Das bringt auch nichts. Wenn der nach 1 oder maximal 2 Nächten nicht paart, dann fängt er auch nicht von allein das Paaren an. Ein ganz guter Trick ist, man kann die Haut von einem anderen Männchen einfach mit reinschmeißen. Da kommt so ein gewisses Konkurrenzdenken. Ne? Da merkt er, hoppla, da sind noch andere Jungs im Umfeld. Jetzt muss ich endlich ran, sonst ist die Dame weg. Kennt jeder aus der Disco vielleicht. Anderer Trick ist natürlich, ich kann das Männchen rausmachen und einen ganz anderen Mann reinsetzen. Auch da ist eigentlich der gleiche Hintergrund. Nehme ich den Mann raus, setze einen anderen Mann rein, riecht der neue Mann seinen Vorgänger und denkt, hoppla, andere Jungs sind in der Nähe, ich muss mich ranhalten, sonst kommt ein anderer. Ja? Also alle Tricks zur Stimulation beruhen ein bisschen darauf, so ein Konkurrenzdenken hervorzurufen. Was ich nicht mehr mache und was ich auch nicht empfehlen würde, was man früher gemacht hat, ja, dann setzt man ein zweites Männchen rein. Das ist wirklich die Holzhammer-Methode, weil die Männer untereinander wirklich kämpfen und der unterlegene Mann zumindest hat einen Wahnsinnsstress und ich denke selbst auch der andere Mann hat einen Stress, weil die einfach miteinander sich beschäftigen. Im Terrarium können die auch nicht mehr abhauen, die Männchen, wie sie es jetzt in der Natur natürlich könnten. Also sitzen die aufeinander, sind Wahnsinnskonkurrenten und prügeln sich symbolisch gesprochen da eine Nacht lang in dem Terrarium. Also die Methode auf keinen Fall oder allenfalls für 1, 2 Minuten, aber dann den anderen Mann rausmachen. Es ist jetzt 4 Monate später. Unser Pärchen hat die Pflicht erfüllt sozusagen, beziehungsweise unser Supermojave-Männchen hat seinen Dienst getan. Das Weibchen wurde 3, 4 Mal gut bepaart. Das Weibchen frisst jetzt schon seit 3, 4 Wochen nicht mehr, kann man dann hier an der Fütterung ablesen. Es ist schön dick.
Jetzt kommt die Ovulation. Die Ovulation sieht aus, wie wenn das Tier ein mordsgroßes Beutetier gefressen hat. Wie wenn plötzlich eine riesige Ratte im Bauch wäre, obwohl die ja seit, wie gesagt, 3, 4, 5 Wochen nichts mehr gefressen hat. Man kommt morgens rein und denkt, ui, ist die aber dick. Daran erkennt man die Ovulation, auf Deutsch den Eisprung. Das ist der Moment, wo die Eier im Weibchen befruchtet werden, wo die Eier in den Eileiter wandern und wo die ganze Geschichte auch vorbei ist. Da kann ich auch nicht mehr weiter paaren danach. Da ist das alles erfolgreich abgeschlossen und wir warten einfach auf die Ablage. Nach dieser Ovulation dauert es circa 2 Wochen, dann häutet sich das Weibchen. Und nach dieser letzten Häutung sind es, man sagt 30 Tage, bei uns sind es in der Regel eher ein bisschen mehr, 33, 34 Tage, wo die Eiablage kommt. Also ich notiere mir dann hier den Termin. Letzte Häutung am 30. März zum Beispiel. Und dann kann ich genau warten, 30 bis 35 Tage später weiß ich, aha, jetzt muss ich parat sein, jetzt kommen die Eier. Wie die Eiablage aussieht, sehen wir jetzt hier gleich noch an einem anderen Tier. Diese Eiablage selber geht natürlich etliche Stunden. Wir zeigen es jetzt hier ganz schnell in Zeitraffer. Und am Schluss legt sich das Weibchen dann um das Gelege drumherum. Und in der Natur würde das Weibchen dann das Gelege auch so bebrüten. Kurz bevor die Eier da sind, müssen wir uns gut vorbereiten. Ich habe hier so einen handelsüblichen elektronischen Inkubator. Die sind wirklich gut. Wir nehmen die seit Jahren, haben nie Probleme damit gehabt. Die gehen über einen digitalen Thermostat seit neuestem. Stelle ich ein, 32,5 Grad. Das ist die Temperatur, die wir machen. Wenn ihr es ein bisschen kühler wollt, ihr könnt auf 32 runter. Aber im Fall von Königspütern würde ich euch wirklich nicht empfehlen, es noch kühler zu machen. Also wir haben 32,5 Grad. Ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet. Hier habe ich das Brutsubstrat drin, das Vermiculit. Noch kurz den Inkubator von innen, sehen wir da auch schön. Hier diese Heizspirale, die das Ganze vorheizt. Hier ist der Fühler vom Thermostat. Jetzt müssen wir es nur noch mit lauwarmem Wasser hier gut anfeuchten. Und dann ist das perfekt. Ein kleiner Tipp von mir, macht es daheim in der Badewanne oder in der Duschwanne. Euer Partner wird es euch hinterher danken, wenn ihr keine so eine Schweinerei veranstaltet, wie ich jetzt hier schon gemacht habe. Also tun wir das Vermiculit volllaufen lassen oder den ganzen Brutapparat volllaufen lassen. Also ich gehe hin und lasse immer reinlaufen, so viel wie es geht, bis das ganze Ding überrennt. Das ist einiges, was da reinpasst, weil das Vermiculit sich wirklich fast 1:1 mit Wasser vollsaugt. Okay, jetzt sehen wir, da oben kommt das Wasser schon fast raus. Anschließend nehme ich das Ganze, beziehungsweise ihr könnt es jetzt noch 10 Minuten, Viertelstunde einwirken lassen oder einsaugen lassen. Und dann nehmt ihr das Ganze und tut es einfach hier abkippen. Also ich glaube, ich mache hier eine Riesenschweinerei, aber egal. Also ich kippe jetzt so lang ab, bis hier nichts mehr richtig rausfließt. Das Substrat ist richtig vollgesogen. Und irgendwann hört es hier auf mit Laufen. So, jetzt kommt fast nichts mehr raus. So, jetzt ist der richtig gut voll. Ihr dürft es auch nicht zu trocken machen, weil wenn ihr das Ganze mit zu wenig Wasser voll macht, dann müsst ihr zwischendrin nachfeuchten. Macht ihr den so richtig rammelvoll, wie ich gerade gemacht habe, auch das Vermiculit bis unter den Rand, dann reicht es eigentlich diese 60 Tage, wo die Eier liegen. Unser Brutapparat ist perfekt vorbereitet, Vermiculit angefeuchtet, wir haben die richtige Temperatur eingestellt. Wenn die Eier dann da sind, legen wir die schön rein. Dann dauert es 55 Tage, knapp 60 Tage. Und dann hat sich der ganze Zyklus vom Ei zu den Eiern einmal komplett gedreht. Unser Kreis hat sich geschlossen vom Ei zu den Eiern. Wir haben euch gezeigt, vom Baby übers adulte Tier bis hin hier wieder zum Ei, wie man es macht. Ich hoffe, ihr konntet einiges da rausnehmen. Wer es noch intensiver will, noch genauer nachlesen will, mein schönes neues Buch ist endlich draußen. Man kriegt es im Handel. Wie gesagt, über 1000 Fotos, 350 Seiten, alles über Königspütern, was ihr jemals wissen wolltet. Schaut da mal rein. Ja dann, bis zum nächsten Mal und checkt meine Boards.
Engine on, Rohkarot go! Einige Tage bevor ich die Eier habe, wenn ihr züchten wollt, scheiße jetzt, Mensch, machen wir nochmal. Ist sicherlich eine Methode, die man auch machen kann mit den Terrarien-Reckanlagen. Terrarien-Reckanlagen. Upsa. Wie war's denn jetzt? Ich war jetzt wieder vor die Eier da sind. Wie in der Kirche, ich segne euch. Generell finde ich es ganz wichtig, ein Königspython, mit dem ihr zumindest, wenn ihr mit dem mit am Gärtnerstammtisch, ich zeige euch, wie man Blumen gießt. Wie war's? Also. Lächeln. Und genau, jetzt kommt's. Heute und kommt 30 Tage später, jetzt wird es ein ewiges Gelaber. Gell? Die Eier stehen kurz vor der Tür, genau. Der Zyklus hat sich einmal gedreht. Also euch würde ich empfehlen, macht es in der Badewanne oder in der Duschwanne oder irgendwas. Wir haben es jetzt mal hier vorbereitet, so gut wie es geht. Ich habe jetzt hier eine Gießkanne mit schön lauwarmem Wasser. Upsa. Ich gieße das Ding randvoll, bis nichts mehr reingeht. Ey, jetzt geht das Drama mit der Lampe noch los, oder was? Also ihr seht schon, da passt einiges rein. Ist auch wichtig. Jetzt rennt es unten raus, okay. Kann ich natürlich lang oben reingießen, wenn es unten rausrennt, gell? Passt.